Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Heute werden wir uns mit diversen Nebenquests beschäftigen und die einzelnen Bewohner der Kolonie 9 anquatschen. Und ja, heute also keine Story, sondern einfach nur jeden anquatschen, der irgendwie was zu sagen hat. Die Charakter mit Eigennamen kann man anquatschen. Und natürlich die Charakter, die ein Ausrufezeichen über den Kopf haben. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Marktplatz. Und bis jetzt... Dorothy. Guten Morgen. Ich bin ja so müde. Zu müde, wenn ich es recht bedenke. Merkwürdig, ob da jemand an meiner Uhr herumgespielt hat. Ah, Verknüpfung im Harmoniediagramm. So. Sprechen wir sie nun mal an. Es gibt nicht viele Leute, die um diese Uhrzeit auf den Beinen sind. Wie heißt es so schön? Der frühe Vogel fängt den. Jetzt habe ich vergessen, wie der Spruch weitergeht. So, sprechen wir sie nochmal an. Guten Morgen. Okay. Die meisten haben, ich glaube, zwei Sprüche. Jetzt gehen wir aber ganz kurz nicht dahin, sondern hier ist das Harmonie. Nee, das sind Talentbäume. Aber hier ist das Harmoniediagramm. So, hier. So. Das ist die Mitte. Und wie man sieht, es ist echt groß, ne? Also wir sind hier Kolonie 9 und hier ist Dorothy. Unser erster Eintrag. Und da sieht man auch schon die aktive Zeit, wann man sie findet. Okay, fangen wir an. Kolonie 9 Bewohner. Am Strand beim Abwehrgeschütz 1 sitzt ein grüner Blucher herum. Dieses Vieh geht mir sowas von auf die Nerven. Ich kann diesen fiesen Hörner einfach nicht ausstehen. Würdet ihr dafür sorgen, dass das Biest von dort verschwindet? Natürlich. Einen grünen Blucher sollen wir besiegen. Fein, ich hoffe, ich muss dieses Vieh nie wiedersehen. Okay, eine Nebenquest haben wir jetzt angenommen. Kolonie 9 Bewohnerin. Kolonie 9. Ha! Giorgio. Hey. Ich muss ständig arbeiten, deshalb ist meine Tochter bei ihrer Oma. Ich wünschte, wir könnten alle unter einem Dach wohnen. Aber ich bin zu arm, um mir ein größeres Haus leisten zu können. Und meine Tochter wird nicht ewig so klein sein. Wenn wir ihn nochmal an. Leider bin ich eine totale Null, was das Kämpfen betrifft. Deshalb sorge ich dafür, dass diese Leute Sachen werden. Das ist meine ganz persönliche Art, Hilfe zu leisten. Nochmal zur Spätigung. Jep, der sagt, zwei Sätze haben die Leute. Also wir sprechen die Leute genau zweimal an. Nichts. Sonja. Hallo. Was soll ich heute bloß kochen? Schwierig. Vielleicht Kohlrouladen? Die sind meine Spezialität. Hi there. Kinder mögen doch Curry, oder? Vielleicht koche ich heute Curry. Curry ist im Geschäftsviertel derzeit ziemlich angesagt. Leider gelingt es mir nur viel zu selten. Aha, will Curry kochen? Kann's aber anscheinend nicht. So, Kolonie 9. Hier. Kolonie 9 Bewohnerin. Hier geht die Treppe hinauf. Ah, da vorne vielleicht. Cheryl. Oh, hello. Ach, wieso will mir nur niemand helfen? Ich brauche nur 30 Leute. Mit 30 Helfern könnten wir meinen verschwundenen Sohn finden. Hätten wir doch nicht so viele Verluste im Krieg erlitten. Dann hätte ich schnell einen Suchtrupp für meinen Sohn zusammen. Wieso glaubt mir denn niemand? Also er sucht seinen Sohn. Machen wir hier in der Ecke. In der Ecke ist aber gerade niemand. Aber da war doch gerade eine Questtante. Hier, und die neue Bewohnerin. Wisst ihr, wo man Flederzähne finden kann? Meine Großmutter braucht 2 Stück, sagt sie. Angeblich braucht sie welche zum Sticken. Helft ihr mir, sie zu besorgen?
Natürlich, zwei Flederzähne. Tausend Dank. Viel Glück bei der Suche. Und passt bitte gut auf euch auf. Okay. So, wen haben wir da? Cool, den neuen Bewohner. In der Nähe des Geschäftsviertels treiben sich Handhasis herum. Sie stellen für unsere Kolonie eine echte Bedrohung dar. Könntet ihr euch vielleicht um diese das Hasid-Problem kümmern? Natürlich. Oh, vielen Dank. Ich fühle mich schon viel sicherer. Wir haben noch nicht mal einen Handschlag getan und jetzt fühlt er sich schon sicherer. Oh mein Gott. So, schauen wir mal weiter. Der Juwelenonkel. Ach, Jungspunde. Ich habe hier was Interessantes für euch. Worum es geht? Na, um den Ätherofen hier neben mir. Wenn ein Lebewesen stirbt, erscheint ein Ätherkristall. Das wisst ihr doch sicher, oder? Die Ätherpartikel im Körperinneren werden... wie war das? Ach ja, egal. Genug Theorie. Wenn etwas stirbt, kommt ein Ätherkristall heraus. So einfach. Und das Beste kommt jetzt. Haltet euch gut fest. Dieser Ofen komprimiert Äther und entfernt Verunreinigungen. Und so entstehen Ätherjuwelen. Toll, was? Ihr seid ja gar nicht aus dem Häuschen. Ich sehe schon, ihr kapiert nicht, wie unglaublich toll das ist. Gebt euch das. Dieser Ofen schmiedet automatisch Juwelen. Er verdichtet die verschiedenen Substanzen der Ätherkristalle. Ätherjuwelen können euch ungeahnte Kräfte verleihen. Nicht nur im Haushalt gelingt damit alles im Handumdrehen. Nein, auch für militärische Zwecke sind Juwelen sehr praktisch. Man braucht nur Waffen oder Rüstung mit Sockeln. Was ist? Wo ist die Begeisterung in euren Gesichtern? Na, wie auch immer, probiert es einfach aus. Ja, hier habt ihr zwei Juwelen. Steckt sie einfach in den Sockel. In deine Waffe passen sie sicher wie angerossen. So, Stärke plus 2, maximal 2. Okay. Wir haben jetzt zwei Sockel bekommen. Oh, zwei Steine haben wir bekommen. Das können wir in unsere Rüstung reinmachen. Ha! Ich sehe es euch an der Nasenspitze an. Ihr seid der Faszination der Ätherjuwelen endlich erlegen. Jetzt wollt ihr euch wohl mal selbst am Spielen versuchen. Tja, Pech. Nein, wirklich. Ich bin genauso enttäuscht wie ihr. Der Ätherofen ist kaputt. Er funktioniert gerade nicht. Wie bitte? Euch nimmt das gar nicht mit? Naja, kommt einfach später nochmal vorbei. Also, der Ofen ist momentan im Arsch. Das heißt, wir können dann bestimmt noch nichts machen. Ah, hier, doch. Oh, gute Güte, ihr glaubt nicht, wie schusselig ich sein kann. Ich habe etwas sehr Wichtiges verloren. Würdet ihr mir vielleicht helfen, es wiederzufinden? Ein Schlüssel. Ich wusste, dass ihr einer Dame in der Not helfen würdet. Es ist aber auch wirklich zu peinlich, seinen eigenen Haustürschlüssel zu verlieren. Ich fasse es nicht. Bitte beeilt euch mit der Suche. Neun Bewohnerin. Gut, dass man auf der Minimap ein bisschen sieht, wo die einzelnen... oh, hier. Marcia. Ach du liebes bisschen. Meine beiden Enkel zanken sich. Sie wollen in einem Wettstreit entscheiden, wer der Stärkere ist. Natürlich möchte ich keinen verlieren. Deshalb trainieren beide hart. Das hört sich nicht gut an. Nein, gar nicht gut. Die Jugend von heute. Solche Sorgen möchte ich haben. Aber ich hoffe trotzdem, dass der Jüngere gewinnt. Immerhin ist er mein eigen Fleisch und Blut. Würdet ihr ihm diese Kekse bringen, die ich gebacken habe, vielleicht spornen sie ihn ja zur Höchstleistung an. Chirok. Ich danke euch. Meine Beine lassen mich allmählich im Stich. Selbst der kurze Weg ins Wohnheim. Ins Wohnviertel fällt mir zuweilen schwer. Gut, ich kümmere mich darum. Gib diese Kekse meinem Enkel und nasch mich unterwegs davon. Was? Wir dürfen nicht mal naschen? Ist ja mies. Mit Sprachrecht. Wen haben wir da? Liliana. Hallo, hier. Papa ist nun ein Stern und passt jede Nacht auf mich auf. Ich schaue deshalb oft nach oben in den Sternenhimmel. Oh. Papa ist letztes Jahr von uns gegangen.
Ihm haben wir zu verdanken, dass wir so ein gutes Leben führen. Er hat damals unsere Kolonie vor feindlichen Angriffen geschützt. Oh, trauriges Schicksal. Aber so ist das mit den Kindern, die verlieren ihre Eltern in den Krieg. Dannis. Wenn ihr in die Tefra-Höhle wollt, seid auf der Hut. Die Monster dort machen sogar der Truppe zu schaffen. Oh, der gehört nicht. Ah, Dunbin gehört nicht ins Harmoniesystem. Liegt daran, dass er ein spielbarer Charakter ist. So. Übrigens. Ne, da ist wieder Marzia. Sieht man oben auf der Karte auch die einzelnen Charakter als blaue Punkte eingezeichnet. Rocco. Meine Schwester und ich haben uns gestritten, deshalb spiele ich hier drüben allein. Nur weil sie älter ist als ich, hält sie sich für was Besseres. Dabei kann ich doch auch nichts dafür, dass ich noch so jung bin. Hat er recht. Wieso musste ich nur Mamas Anhänger kaputt machen? Er war doch ein Andenken an Papa. Mama ist ziemlich sauer auf mich. Deshalb kocht sie uns auch nur noch Sachen, die wir nicht mögen. Oh, das ist ja mies. Aber okay. Ja, ich schätze mal, erstes Kind, also mit der Schwester haben wir, glaube ich, gerade geredet. Und ich schätze mal, dass den ihr Vater halt im Krieg gestorben ist und der Anhänger das einzige Andenken an ihn war. Das kann ich mir vorstellen, dass die Mutter sauer ist. Okay, da kann ich nicht rüberhoppen. Geht gerade nicht. Da kann ich noch eine Quest annehmen. Oh, hier. Heute. Könntet ihr für mich vielleicht ein paar Strandkrabbel erledigen? Sie tummeln sich am Strand in der Nähe des Geschäftsviertels. Die Biester stellen eine Gefahr für spielende Kinder dar. Strandkrabbel. Ihr seid zu freundlich. Die Kinder lieben diesen Strand. Mit eurer Hilfe können sie schon bald wieder dort spielen. Hat er noch eine Quest? Der hat noch eine Quest. Heute. Stellt euch vor, einige Holzhasis haben mich neulich angegriffen. Ich war gerade auf dem Weg zur Tefra-Höhle. Um genauer zu sein, auf dem Tefra-Plateau. Würdet ihr den Holzhasis von mir eins auf die Nase geben? Natürlich. Wunderbar. Willst du mich? Ich hab noch eine Quest. Ihr wisst doch sicher, wie leichte Mücks aussehen, oder etwa nicht? In der Nähe von Abwehrgeschütz 1 schwirren sie zuhauf umher. Leider suchen sie uns auch ab und zu in der Kolonie heim. Könnt ihr nicht ihre Population ein wenig dezimieren? Ich wusste, dass ihr euch der Sache annehmen würdet. Aber seid bitte vorsichtig. So, hast du noch eine Quest? Jetzt, wo ich stehen bleibe, hat er keine Quest mehr. Der kleine Sack. So, jetzt aber... Oh nee, doch nicht da, ne? Muss hier unten lang. Da ist ein Noppon! Ja! Ja! Könnt ihr Mauergewinri? Nee, Gewinri. Könnt ihr Mauergewinri in Ruin von Magmel besiegen? Wurde fast gefressen von Mauergewinri. Dachte, letztes Stündlein hätte dich geschlagen. Okay, das. Seid tapfere Kriegerpon. Schlag Monster auf Kopf drauf. Okay, kommen wir hier noch. Ah, Moment. Ist da einer? Oder ist es ein Bewohner? Miller. Ich schwänze heute wieder. Die Truppe, ach, die kommt schon ohne mich klar. Ich schwänze und schwänze. Und sie merkt es nicht mal. Oder sie merkt es und denkt nicht daran, mich suchen zu lassen. Sie ist so nutzlos. Ganz schön frech. Aber wer ist sie? Also ich handhabe das mit Absicht so, dass ich... Oh, Mist. Habt ihr den roten Punkt gesehen? Ich muss nochmal rum. Ich handhabe das mit Absicht so, dass ich erstmal alle Quests annehme. Oh, Mist.
und danach mich auf den Weg mache, die Quests alle zu erledigen. Wenn ihr die Quest erledigen wollt, dann rate ich das euch auch, weil manchmal ist es so, dass man für zwei verschiedene Quests die gleichen Ziele hat. Maulschlüssel. Okay, das ist was zum Reparieren. Okay, ich glaube, hier haben wir soweit alle angequatscht. Im Geschäftsviertel. Oh, wen haben wir denn da? Paola! Komm, sieh! Wenn Ryan mich hochhebt, dann kann ich total weit sehen. Hoffentlich macht er das bald mal wieder. Wenn ich mal groß bin, möchte ich Ryan heiraten. Ob er wohl auf mich warten wird? Lol! Moment mal. Das interessiert mich jetzt. Moment. Komm und sieh! Juhu, da ist Ryan. Wollen wir was spielen? Tut mir leid, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Aber keine Sorge, ich nehme mir später Zeit für dich, versprochen. Hoffentlich hältst du dein Versprechen dieses Mal. Ach, wem mache ich was vor? Du vergisst es eh gleich wieder. Komm und sieh! Juhu, da ist Ryan. Oh, okay. Interessant. Also, war jetzt abhängig davon, mit welchem Charakter ich sie anspreche, was sie sagt. Wenn man jetzt so guckt und rauszoomt, sieht man das Alter, das Volk, das Geschlecht und wann die Leute aktiv sind. Und später wird es interessant. Dann entstehen Verbindungen zwischen den verschiedenen Charakteren. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, die Koloniebewohner müssen wir nicht ansprechen. Wir müssen nur die Charakter mit Eigennamen ansprechen. Und eigentlich müssen wir auch nur die Quests von Charakteren mit Eigennamen erledigen, um die versteckten Talentbäume der Hauptcharakter freizuschalten. Truppensoldatin. Jan. Ein kurzer Blick genügt. Ihre Schwächen sind offensichtlich. Seht euch den dort drüben an. Mogelt sich schon wieder durch. Freund Nummer 10. Grüß dich. Unsere Truppen bestehen nur aus solchen Taugenixern. Allein der Gedanke daran lässt mich erschaudern. Ich sollte derjenige sein, der die Soldaten in die Schlacht führt. Echt so alt und will die Leute in die Schlacht führen? Soldat. Truppensoldatin. Habt ihr schon mal vom bösen Rangrot gehört? Das Monster treibt sich auf dem Tefra-Plateau sein Unwesen. Und ich habe Order bekommen, es zu töten. Aber ich bezweifle, dass nur eine Person da etwas ausrichten kann. Würdet ihr für mich dorthin gehen und das Biest beseitigen? Natürlich. Danke. Das Monster ist wirklich sehr stark, also seid vorsichtig. Ah ja, falls ich es vergessen habe zu erwähnen, mein Ziel sind schon 100%. Aber das kann ein sehr langes Let's Play werden. Dixie! Geht ihr schon wieder picknicken? Euch geht's ganz schön gut, was? Wie, eine wichtige Mission in den Ruinen von Magnell? Naja, auch gut. Ab und zu muss auch mal ein Abenteuer sein. Oh, hier. Hey, ihr Lieben! Mist. Moment.
Kann's. So einfach geht das. Ein weiterer ruhiger Tag bei der Truppe. Mit Kommandeur Vangar. Am Oder läuft alles reibungslos. Ich bewundere seine Art, die Dinge zu regeln. Hey. Meine Familie tut mir leid. Durch meine Dienstzeiten sehe ich sie nur noch sehr selten. Ah, so ist das in der Armee. Was ist das für ein roter Punkt? Achso, das ist Dixon. Emilita. Wohin ist dieser Vollidiot, der nun schon wieder verschwunden? Und immer wieder einmal legt er mir erfolgreich Steine in den Weg. Wenn das so weitergeht, bleibe ich auf ewig Feldwebel. Ach, wenn ich doch nur jemand trauen könnte. Wen kann ich um Hilfe bitten? Tut mir leid, aber ich kenne euch leider nicht gut genug. Okay. Ja, wir müssen das Ansehen, ich glaube, in der Kolonie erhöhen. Okay, was ist hier los? Hier ist ja nichts. Nee, was ich sagen wollte ist, wir müssen bestimmt das Ansehen in der Kolonie erhöhen, um mit bestimmten Charakteren Quests erledigen zu können. Nichts. Das Lauftempo könnte mal ein bisschen besser sein. Aber wir wollen ja realistisch bleiben. Oh, hier war Moment Quest. In der Nähe des Abwehrgeschütz 1 halten sich Seeflamis auf. Könnt ihr ein paar von ihnen für mich beseitigen? Normalerweise kümmern wir uns regelmäßig um die Monster dort. Wir wollen ja nicht, dass unsere Geschütze beschädigt werden. Okay. Da ist er noch. Ja. Forschungsmaterial ausgegangen. So ein Pech. Bin aber zu beschäftigt, um mir Neues zu suchen. Helfen, bitte? Ja, warum nicht? Wirklich? Helfen? Danke, Porn. Brauche kleine Panzer von Krabbel. Der ist ja ganz schön kurz angebunden. Beim Abwehrgeschütz 1 treiben sich Baby-Amas herum. Könntet ihr eins von ihnen für mich erledigen? Ihr wisst doch, wir wollen die Schütze vor Schaden. Geschütze vor Schaden bewahren. Prima, vielen Dank. Das ist bestimmt noch eine Quest. Ich wusste es. Ich hätte gern, dass ihr für mich einige Steinkrabbel erledigt. Ihr könnt welche in der Nähe der Agora-Küste finden. Wir müssen die Population ausdünnen, sonst werden es zu viele. Tut mir leid, dass ich euch schon wieder um Hilfe bitte. Östlich. Noch eine Quest? Nein. So, mit Jan haben wir schon gesprochen. Ich glaube, dann haben wir erstmal mit allen wichtigen Charakteren aus dem Truppenviertel geredet. Im Endeffekt müsste man eine zweite Tour machen. Ja, im Endeffekt müsste man eine zweite Tour machen, in der man nochmal rumgeht und mit allen Charakteren bei Nacht spricht. Weil in der Nacht andere Charakter vorhanden sind. Vor allem die Kolonie 9 ist auch nicht besonders klein. Kolonie 9 Bewohner. Okay, hier ist leider nichts. Aber recht sicher, dass irgendwo... Oh, hier, Moment. Nur die neuen Bewohnerin. Als Kind war ich ein richtiger Insektenfan, aber mein Lieblingsinsekt ist sehr selten geworden. Wenn ihr es seht, würdet ihr es für mich fangen? Riesenhornisse. Wirklich? Das ist ja nett. Da zeigt sich mal wieder, dass es nie verkehrt ist, zu fragen. Thank you.
da ist doch was Rotes. Ah. Oh yeah, that's what I'm talking about. Das war der Schlüssel. Das war der Schlüssel, der gefehlt hat. Die Quest ist direkt abgeschlossen. Leuchtender Schatz ist weg. Muss jeden Tag Schatz angucken. Sonst ganz furchtbar traurig. Sucht jemand leuchtenden Schatz für mich? Blaue Glasperle. Danke, Born. Ist sicher irgendwo in Wohnviertel. Geh nie weit weg. Zu anstrengend. Findet leuchtenden Schatz, ja? Ach, der hat auch was verloren, lol. Oh. Gut. Okay, hier ist auch nichts. Da vorne bestimmt. Alle-hoop. 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 So, blaue Glasperle haben wir jetzt auch gefunden. Oh, hier. Girok. Hallo. Hallo, was gibt's? Kann ich euch helfen? Oh, das sind Kekse von meiner Oma, nicht wahr? Meine Oma ist ein Goldstück. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr sie seht, bitte richtet ihr einmal einen Dank aus. Auch heute steht wieder Training auf dem Tagesplan. Immerhin muss ich meinen großen Bruder besiegen. Ich habe gehört, dass er auch irgendwo trainiert. So leicht gibt er sich wohl nicht geschlagen. Ich muss meinen Bruder besiegen. Koste es, was es wolle. Was eine Aussage. Jolele. Mache mir Sorgen um Enkelborn. Hoffe, dass er Freunde findet. Enkelborn kann alles schaffen. Findet sicher bald Freunde. Hachi. Hatschi! Ist eine Allergie oder was? Okay, ich dachte jetzt eigentlich, dass es hier vielleicht nochmal was zu finden gibt. Good day. Ich habe mein Werkzeug verloren. Ich bin ruiniert. Wie soll ich denn nun Geld verdienen, um mir Essen zu kaufen? Könntet ihr mir vielleicht nach meinem Werkzeug suchen? Ja! Das vergesse ich euch nie. Ich habe es bestimmt irgendwo im Geschäftsviertel verloren. Ich habe es nämlich schon gefunden. Da, wo wir vorhin zweimal um Block gerannt sind, da war der Maulschlüssel. Also haben wir das direkt erledigt. Okay, Girok ist hier am Trainieren. Peppino. Ich treffe mich heute mal wieder mit diesen Nichtsnutzen. Die sind wirklich zu gar nichts gut. Ihr glaubt mir nicht, kommt mal vorbei, dann seht sie euch an. Ihr glaubt gar nicht, wie dumm einer von ihnen ist. Hat seinen Buggy für Ether verkauft. Dabei wollte der den Ether haben, um mit dem Buggy zu fahren. Idiot. Good day. Ich habe sonst keine Freunde. Diese Typen sind die einzigen, mit denen ich klarkomme. Okay. Es ist Nacht. Ich vermute mal, in der Nacht ist hier nicht mehr so viel los. Also wir haben jetzt schon nebenbei drei Quests abgeschlossen, die damit zu tun hatten, dass wir einfach nur was finden sollen. Hallo. Habt ihr Flami-Windeier? Ich bräuchte eins, um meiner Freundin ein Omelett zu kochen. Ein Omelett aus Flami-Windeiern ist eine Gaumenfreude. Könnt ihr mir eins bringen? Natürlich. Toll. Einfach ein paar Flamis jagen. Okay. Ich denke mal, wir werden heute nur Quests annehmen. Ich werde gucken, dass ich wirklich jede Quest annehme, die ich momentan annehmen kann hier. Mini. Ich habe heute Wachdienst. Schon wieder. Gibt es denn keinen interessanten
Gibt es denn keine interessanten Aufträge oder Einsätze? Jedes Mal, wenn ich zu dieser Brücke komme, muss ich gehen. Ach, keine Sorge, ich weiß, dass ich wachsam sein muss. Aber wenn ihr Lust habt, kommt vorbei und plaudert mit mir, ja? What do you want? Manchmal frage ich mich, ob das hier überhaupt Sinn macht. Ich halte Wache, aber es passiert doch sowieso nie etwas. Naja, ich weiß schon, wenn mal was passiert, muss ich da sein. Allzeit bereit, lautet die Devise. Ah, das ist richtig. So, ich vermute mal. Good day. Okay, ja, sagt er nochmal das Gleiche. Okay, ich bin zweimal im Block. Jetzt heißt es wohl. Okay, Moment. Jetzt schalte ich nochmal auf Tag. Um nochmal ins Harmoniesystem reinzugucken. Sehen wir jetzt hier, dass sie schon ein bisschen was getan hat. Rauszoomen. Mindestens eine Verbindung müssten wir jetzt eigentlich finden. Hä? Eigentlich dachte ich... Marzia. Komisch. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass da eine Verbindung zwischen den beiden jetzt beherrscht, weil wir wissen, dass... sie seine Oma ist. Aber okay. So, und jetzt Zeit geändert. Friend Choice. Es sieht so süß aus, wenn Blumen im Licht der Sonne aufblühen. Hallo? Leider kann ich meine Tochter gar nicht dafür begeistern. Euch vermutlich auch nicht, nehme ich an. Na doch, Pflanzen sind schön. In letzter Zeit beschweren sich die Kunden, meinen Stand sei zu dunkel. Sag mal, könntet ihr mir vielleicht leuchtende Steine besorgen? Regenbogenzirkon. Vielen Dank. Damit sollte ich Licht in meinen Laden bringen können. Okay. Ich würde gerne hier raus. Ist das Betty? Hi there. Ich war heute wieder bei ihm und habe ihm gesagt, wie toll er ist. Ich bin sicher, meine Begeisterung für ihn spornt ihn an. Hi there. Viele Leute hier arbeiten sehr hart für das Wohl der Kolonie. Da fühle ich mich fast so, als würde ich gar nichts beitragen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, aber ich kann es nicht ändern. Doch. Einfach was tun. Muss hier noch jemand nehmen? Ja. Susanna. Vor mein Haus. Es ist so schmutzig. Und das Zimmer meines Sohns ist ein einziges Chaos. Ich muss kochen, putzen, waschen und die Kinder erziehen. Ha! Eine Hausfrau hat es wirklich nicht leicht. Jetzt ist dieser Lausebengel schon wieder unterwegs. Aber wehe, er kommt nicht rechtzeitig zurück. Dann bekommt er was zu hören. Das schwöre ich. Eieiei. Mutti, lass gut sein. Jetzt habe ich auch hier mit allen gesprochen. Oh, hier. Was? Dionysos. Hey, ihr Grünschnäbel. Habt ihr denn eine Minute für den ältesten Bewohner von Kolonie 9? Ich hätte da eine Bitte. Ich bin ganz Ohr.
Ach, eigentlich ist es dasselbe, alte Lied, ihr wisst schon. Mein Rücken macht mir einmal mehr zu schaffen. Ich nehme an, ihr könnt euch vorstellen, was ich brauche. Bringt mir ein wenig Unkeröl. Dieses Zeug wirkt wahre Wunder bei Rückenbeschwerden. Du hast zwölf Rücken? Hätte ich nie gedacht. Du bist der kräftigste Opa, den ich kenne. Ich sehe dich jeden Tag trainieren. Ich versuche, den Schmerz zu ertragen, aber es ist hart. Glaub mir, ich brauche das Unkeröl unbedingt. Danke, ihr Jungspunde. Ihr tut einem alten, hautigen einen großen Gefallen. Ihr könnt das Öl von Unkorn in dieser Gegend erbeuten. Kein Ding, wird gemacht. Das ist die richtige Einstellung, Ryan. Auf deine Hilfe zähle ich natürlich auch schon. Ah, das ist jetzt, weil ich die ganzen Quests annehme. Dadurch steigt die Harmonie zwischen Shulk und Ryan. Ist da was? Nee. Allelu. So. Jetzt habe ich das Viertel hier bei Tag und bei Nacht. Oh. Erkundet. Kenny Roden. Es ist meine Berufung, die Kultur dieser Stadt zu fördern. Wann immer es um Kunst geht, komm vertrauensvoll zu mir. Ich werde gerne tun, was ich kann. Es fehlt mir an Inspiration. Ich muss mehr sehen, Leute beobachten, von ihnen lernen. Okay. Hier gammeln nur die Bewohner rum. Aber es ist gut, dass wir die ganzen Charakter jetzt ansprechen. So lernen wir, wo die ganzen Charakter zu finden sind. So. Jetzt müsste es eigentlich gleich auf Nacht wechseln. Wir gehen jetzt nochmal... Oh, siehe da. Hallo. Ich habe meinen wertvollsten Besitz verloren. Meinen Ehering. Er ist so winzig. Ich habe schon überall nach ihm gesucht. Würdet ihr mir helfen, ihn zu finden? Ich bitte euch. Ich möchte nicht, dass sich meine Frau aufregt. Ich zähle auf euch. Er hat seinen Ehering verloren. Okay. Also auf der einen Seite finde ich das ganz interessant, dass die Quests so verteilt sind, dass man nur zu bestimmten Zeiten die annehmen kann. Also man sich wirklich gedanklich damit auseinandersetzen muss. Aber es ist auch ein bisschen schwierig, dadurch alle Quests zu erhaschen. Seid ihr schon mal der See Magdalena begegnet? Sie erscheint nachts im See unterhalb des Ausblickshügels. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr sie für mich beseitigen könntet. Ihr seid wirklich mutig. Okay. Wer sind die beiden? Andreas, mein Name ist Vetter. Hallo. Wusstet ihr, dass meine Familie traditionell... Ach, ich will euch nicht mit meinen Geschichten langweilen. Nicht so wichtig, vergesst, dass ich was gesagt habe. Hallo. Vertrauen ist etwas, das wachsen und gedeihen muss. Ihr solltet öfter mit Leuten reden und euren Horizont erweitern. Arnold. Guten Morgen. Zumindest für mich. Ich schlafe immer den Tag über und wache erst abends auf. Allerdings ist dieser Lebensstil auf Dauer nicht zu empfehlen. Nehmt euch also lieber jemand anderen zum Vorbild. Ich besitze ein eigenes Haus im Wohnviertel. Aber ich war schon lange Zeit nicht mehr dort. Falls ihr Zeit habt, schaut doch mal mit bei meiner Tochter vorbei. Interessant. So, jetzt ist Nacht. Okay, hier ist nichts. Also man muss schon echt viel Zeit hier verbringen. Allein schon in Colony 9 und auch in den anderen Orten, um alles herauszufinden.
Perrine. What is it? Ich möchte etwas Neues erforschen, etwas völlig Unerforschtes. Etwas, an das sich noch nie jemand herangewagt hat. Aber so etwas muss ich erst einmal finden. What is it? Mir fällt einfach nichts ein, das bisher unerforscht ist. Die Leute heutzutage sind wissbegieriger, als ich dachte. Genauso wie sie. Sie ist auch wissbegierig. Okay, weiter, weiter, weiter. Schön mit allen Leuten reden. Ha! Wen haben wir denn da? Monika und Erik. How's it going? Oberste Priorität hat momentan einzig und allein meine Forschung. Ich muss mich wirklich ins Zeug legen. Schließlich will ich den Leuten zeigen, wie brillant ich bin. How's it going? Ich sollte ihr sagen, dass sie mich in Ruhe arbeiten lassen soll. Aber von einem jungen, hübschen Mädchen bewundert zu werden, das ist schon ein tolles Gefühl. Wenn sie nur nicht so obsessiv wäre. Uiuiuiui. Hi there. Habt ihr das eben gesehen? Es sah so aus, als ob mir Erik mit seinem Blick sagen wollte, mach, dass du nach Hause gehst, aber schnell. Aber das muss ich mir eingebildet haben. Bestimmt hat er nur meine hübsche Kleidung bewundert. Hi there. Könnt ihr bitte aufhören, mich so anzustarren? Ich will mich voll und ganz auf Erik konzentrieren. Eieieiei. Klingt fast so, als wäre sie bald seine Muse. Als was arbeitet er? Also, was ist seine Arbeit? Was ist sein Ziel? Hier ist ein Noppon. Maffi. Mief? Maffi braucht Assistenten. Und mehr Zeit für Forschung vor Ort. Will näher an Natur sein. Labor auf Dauer zu möglich. Mief? Hat Maffi mit sich selbst sprechen gehört? War nicht wichtig. Könnt vergessen. Oh, Selbstgespräche auch noch. Mieft und macht Selbstgespräche. Führt Selbstgespräche. Okay, da hinten ist nichts. How's it going? Ich bin wirklich am Boden zerstört. Niemand kann mich leiden und ich habe immer nur Pech. Wenigstens kann es für mich nicht noch schlimmer werden, stimmt's? Schlimmer geht immer. Das war natürlich jetzt ein bisschen mies. What's up? Außerhalb des Geschäftsviertels treiben sich Zackenzanger herum. Würdet ihr so nett sein und euch für mich um die Biester kümmern? Zackenzanger, prima. Das schafft ihr schon. Oh, noch mehr. In der Nähe des Abwehrgeschütz 1 sind viele niedliche Unkore. Würdet ihr einen dieser Unkore für uns beseitigen? Unsere Truppen sind momentan etwas spärlich besetzt. Ausgezeichnet. Tut mir leid, dass ich euch andauernd um Hilfe bitten muss. Niedliche Unkore sind nachtaktiv. Passt gut auf euch auf. Noch eine Quest. Eine Gruppe Koloniekrabbel greift neuerdings Leute an. Die Krabbel leben in der Nähe vom Klippensee. Kann ich mit eurer Hilfe rechnen? Bitte beseitigt die Viecher. Danke, vielen Dank. Ihr seid mehr wert als 100 Extra-Soldaten. Super nett gesagt. Aber ihr merkt schon, man kann megamäßig viele Quests annehmen. Alle-hoop! Leider nicht hoch. Leider nicht hoch. Oh, Andreas. Also, wie gesagt, ich bin jetzt schon eine Dreiviertelstunde hier am Rumrennen. Red mit den Dorfbewohnern. Und, lerne neue Leute kennen. Und nehme Quests an. Ich denke mal, wir gehen jetzt noch ins Geschäftsviertel und reden dann nochmal nachts mit den Leuten. Und dann dürfte ich soweit so gut wie alle nötigen Quests angenommen haben. Und dann können wir anfangen, Monster zu besiegen. Sesam, öffne dich. Was wollt ihr? Wir besprechen gerade was. Unseren großen Plan.
Das könnte ein ganz dickes Ding werden. Steht aber noch nichts fest. Alles noch in der Planung. Alright. Dunkle Pläne schmieden? Wir? Haha. War klar, dass die Leute sich die Mäuler über uns zerreißen. Was soll ich sagen? Ich finde, wir arbeiten hier sehr gemeinnützig. Kommt doch öfter mal vorbei und überzeugt euch selbst. Na, okay. Sieht natürlich in erster Linie aus, als würden sie Rosemarie irgendwas Dunkles im Schilde führen. Irgendwie ist es seltsam. Eigentlich sollte mein Herz jetzt auf vor Aufregung klopfen. Das wäre eine normale Reaktion. Stattdessen fühle ich nichts als Verzweiflung. Seltsam. Hi there. Der letzte war ein wilder Typ. Diesmal habe ich mir einen eleganten geschnappt. Aber das war wohl wieder eine Niete. Uiuiui. Ist wohl auf Männerjagd. Und der Richtige hat sich noch nicht angefunden. Oh, ich glaube, ich muss noch nach oben. Alexei. Ich glaube, ich passe einfach nicht in diese Stadt. Die Leute hier haben kein bisschen Kampfgeist. Und ich platze vor lauter Kampfgeist fast aus allen Nähten. How's it going? Alle tun so, als sei jetzt alles wieder in bester Ordnung. Niemand versucht doch nur irgendetwas zu verbessern. Es treibt mich zur Weißglut. Ich will an einem Ort leben, der sich weiterentwickelt, nicht in diesem Loch. Das war eine Andeutung für spätere Ereignisse. Who's this? Ich versuche eine Falle für Insekten zu basteln, aber es fehlt mir an wichtigen Materialien. Helft mir doch mal kurz. Schneeplatte. Danke, ich war wirklich kurz davor, alles hinzuwerfen. What's up? Erpresser. Erhofft ihr euch etwas Bestimmtes, indem ihr mit mir redet? Ich bin ein ganz normaler Geldverleiher. Wem ich Geld leihe? Momentan bin ich der Gläubiger dieses dämlichen Journalisten. Und bei dem sind nebenbei bemerkt noch so einige Raten fällig. Herr Presser. Herr Presser, der Erpresser. Ihr seid wohl von der Straße abgekommen. Bleibt lieber im Geschäftsviertel. Dort gibt es überall Ätherlampen. Im Hellen ist es sicherer als hier. Warum bist du dann hier? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Oh. Seht ihr den roten Punkt? Da müssen wir kurz mal hin. Dunbins Haus, hier. Suchmission. Den Ehering. Erledigt. Somit haben wir schon mal die Suchmission erledigt. Es waren, ich glaube, nur die 4. Oder? Bin mir gar nicht sicher. Ob da noch mehr waren. Silviane. Hallo. Oh, Ätherlampen. Davon brauche ich noch mehr. Unbedingt. Ich sammle sie. Ich habe schon 3 Stück. Aber ich brauche noch mehr. Mehr. Klatsch und Ratsch. Hallo. Ich habe Heißhunger auf Sadi-Frischfleisch. Es ist zwar ein bisschen teuer, aber super gesund und lecker noch dazu. Glaub mir, es gibt nichts Besseres. Und danach habe ich Lust auf... Hey, hörst du mir überhaupt noch zu? Der macht ja ganz schön geknickten Eindruck. Yes. So aneinandergereiht leuchten sie ja ganz schön. Vielleicht sollte ich wirklich noch ein paar kaufen. Yes. Ich muss mich zusammenreißen. Wenn ich jetzt Lampen kaufe, habe ich nachher noch mehr Schulden. In letzter Zeit bin ich etwas knapp bei der Kasse. Und alles dank dieser liebenswürdigen Dame hier. Ach ja. Sie,
sie will alles Mögliche haben und er gibt natürlich das Geld aus. Das Klischee schlechthin. Der Arme. Shura. What is it? Ätherlampen strahlen ein faszinierendes Licht aus. Sie sind nützlich und funktionieren immer einwandfrei. Ich frage mich, warum es noch keine Bücher über sie gibt. What is it? Gerne würde ich den Ätherlampen mehr Zeit widmen, aber ich erforsche zurzeit bereits ein anderes Thema. Die Riesen. Habt ihr je von den Riesen gehört? Leider schreitet meine Forschung langsamer voran, als sie sollte. Ich müsste dringend ein paar ihrer Ruinen untersuchen. Okay, Shura beschäftigt sich mit Riesenforschung. Hi there. Ich will meinem Sohn eine Rüstung in seiner Größe anfertigen. Ich habe nur leider nicht genug kleine Schuppen. Könntet ihr mir vielleicht helfen? Kleine Schuppen? Ihr besorgt mir eine? Danke! Kleine Schuppen kann man von Lachsmonstern erbeuten. Ich hoffe, ich mache euch nicht zu viele Umstände. Ach, nicht doch. Du bist doch erst die 20. Person, die mich nach einem Gefallen fragt. Wo denn? Na, wo denn? Ach, da. Daisy, hey. Oh je. Warum ist Schuld nicht da, wenn man ihn braucht? Ich will ihn um einen Gefallen bitten. Und da sieht man, wir müssen Desiree mit Schulk ansprechen. Hallo. Oh, Schulk, da bist du ja. Ich suche schon überall nach dir. Hier, schau mal, irgendwie ist mir meine Uhr kaputt gegangen. Ich sag's ja, ich kann einfach nicht mit technischen Geräten umgehen. Könntest du sie dir nicht einmal ansehen? Wow. Ja, die sieht ziemlich kaputt aus. Dein Vater war doch Mechaniker, oder? Hat er dir nicht beigebracht, wie man so etwas repariert? Er hat es versucht, aber ich habe einfach kein Talent für sowas. Als ich klein war, habe ich ihm oft bei der Arbeit zugesehen. Er konnte so toll mit dem Hammer umgehen. Aber jetzt ist er fort. Und ich bin einfach nicht wie er. Egal, wie sehr ich mich anstrenge. Entschuldige, Desiree. Ich wollte nicht, dass du traurig wirst. Bin ich auch nicht, keine Sorge. Der Tod meines Vaters liegt schon ein Jahr zurück. Ich denke, ich bin darüber hinweg. Also, wie sieht es aus? Kannst du meine Uhr reparieren oder nicht? Natürlich. Oh, toll, danke. Aber sie ist ziemlich kaputt. Ich werde sie im Labor reparieren müssen. Das könnte dauern. Jupp. Hallo. Wie steht es um meine Uhr? Du wolltest... Achso, okay. Ich glaube, ich muss noch mal kurz die Treppe hoch. How's it going? Oh, Alexei. Hier war vorher noch ein Ausrufezeichen. Okay, wir stellen die Zeit nochmal um. Okay, anscheinend doch nicht. So, ich vermute mal, dass ich jetzt alle Quests erledigt habe. Beziehungsweise erledigt, haha. Schön wär's. Alle Quests angenommen habe, das wollte ich sagen. Wir haben Nacht. Wir waren in jedem Bezirk bei Tag und bei Nacht. Das heißt, wir können uns jetzt quasi dem widmen, diese ganzen Quests abzuschließen. Wir können erstmal ins Harmoniesystem reingucken. Dann sieht man schon, wie viele Charakter wir erst angesprochen haben. Also, warte, 5, 10, 15, 20, 25, 30... 35, ich glaube 37 Charakter haben wir jetzt schon angesprochen.
Da sieht man, wie viele Charakter es noch geben wird. Hier, Suchmission Kolonie 9. Oder alles. So, und dann sieht man, Essen für Schulk haben wir abgeschlossen, Suchmissionen haben wir abgeschlossen. Wenn man jetzt hier durchguckt, Monstermissionen, Herausforderungen, Materialmissionen und Sammelmissionen sind nur, um, ich glaube, das Harmoniesystem zu erhöhen und die Harmonie zwischen den Charakteren. Geheimnis der Gesundheit, Kekse für den Enkel und die kaputte Uhr sind Quests, die wir erledigen müssen, um bestimmte Questreihen zu erledigen, um die versteckten Charakterzüge freizuschalten. Ich weiß nicht genau, welche Quests man alle erledigen müssen. Muss. Auf jeden Fall braucht man später, ich glaube, in allen Orten eine sehr hohe Harmoniestufe. Deswegen werden wir einfach alle Quests erledigen. Und wenn man so guckt, Zackenzanger. Also ich glaube, ein paar Sachen überschneiden sich, aber werden wir sehen. Wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge dann daran machen, die entsprechenden Gegner zu killen. Ich werde mir jetzt aufschreiben, welche Quests das sind, welche Gegner wir platt machen müssen, wie oft. Und das werden wir in der nächsten Folge komplett abarbeiten, sodass ihr wisst, wo die einzelnen Gegner zu finden sind für die einzelnen Quests. Ansonsten, ich hoffe, ihr fandet die Gespräche mit den Dorfbewohnern teilweise interessant. Ich finde es auf jeden Fall super, dass in Xenoblade Chronicles jeder Charakter so seine eigene kleine Hintergrundgeschichte hat. Ich finde, in Xenoblade Chronicles wurde schon sehr darauf geachtet, die Charakter so einzubauen, dass alle ihre Daseinsberechtigung irgendwo haben. Dass alles ein großes Ganzes ergibt. Und spätestens, wenn wir fertig mit dem Spiel sind, werdet ihr merken, was ich damit meinte. Dann wird die Seite mit diesem Harmoniesystem so voll sein und es werden ein paar krasse Sachen passieren. Glaubt mir. Danke fürs Zuschauen. Diese Folge werde ich ungeschnitten lassen, weil wir uns echt nur mit Dorfbewohnern vollquatschen beschäftigt haben und Quests annehmen. Und in der nächsten Folge dann, wie gesagt, werden wir Quests abschließen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne mal den Abonnieren-Button klicken. Es kostet nichts. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ciao!